Hi wie und herzlich willkommen zurück zu Sims 4 mit Legacy Challenge und Familie Traumtänzer. Und hier haben wir unsere liebe süße Tammy. Ja, die Tammy, ich finde, sie sieht gar nicht so aus wie ein Teenager eigentlich, aber ja, sie sieht schon sehr erwachsen aus, so wie sie hier irgendwie wirkt, ne? So, sie hat, sie hat jetzt erst nochmal Hunger, aber die holt sich auch schon was zu essen und alle anderen sind momentan im Bett. Ich gucke mal ganz kurz. Ich glaube, Theo ist jetzt derjenige, der am ehesten noch oder am schnellsten noch aufwachen kann. Genau. Also Tammy geht erstmal hier so was essen. Und ich gucke mal so ein bisschen auf den Theo. Es gibt da die Pfannkuchen. Lecker, lecker, schmecker Pfannkuchen. So, wenn du das fertig gemacht hast, dann gehst du vielleicht mal hier Spülmaschine beladen. Und, ach Gott, wie süß. Wir haben hier eine einzelne Kerze irgendwie brennen. Ich weiß gar nicht, wie das so funktioniert. Und dann darfst du mal in den Pool springen mit einem Schwalbensprung, weil ich hoffe mal einfach, dass dir das dann Spaß machen wird. Dann gehe ich mal zum Theo noch hoch. Mit ihm müssen wir noch ein bisschen trainieren. Und du darfst erstmal hier eine schöne erfrischende Dusche machen und dann gehst du runter ins Fitness-Sender und, Berglauf, ein kurzes, intensives Training. Ich hoffe mal, das wird funktionieren. Und die Trixie ist dann auch schon so weit. Und Trixie, keine Ahnung, du kannst mal über den besten Geiger sprechen oder du könntest ihr vielleicht nach Liebesleben fragen. Sie selber ist kokett, ne? Dann möchte sie gleich wissen, wie das Liebesleben ihrer Schwester ist. So, komm mal runter. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da ist sie. Ich habe zwar der Schwester jetzt gesagt, dass sie einen Schwalbensprung machen soll, ne? Aber wer darf zuerst? Sie ist wahrscheinlich zum Weg nach draußen. Ja, ist sie. Okay, und dann Trixie hat dann keine Chance. Naja, gut. Gut, dann Trixie, guck mal hier rein. Du kannst dann erstmal was essen. Was haben wir denn hier? Grillkäse essen. Guck mal. Ach, unser Grillkäse bestreben, das wäre auch mal irgendwie was. Das habe ich noch gar nicht hier gehabt. Achso. Jetzt habe ich gar nicht geguckt. Och, Mist. Ich hoffe, das hat ganz gut funktioniert, Tammy. So, du machst mal so ein paar Runden. Ich hoffe, das macht dir dann Spaß. Hoffentlich. Noch sehe ich nichts. Doch, es macht Spaß. Super. So, Theo, dann gucke ich mal nach dir. Also, Theo hat ein unheimlich breites Kreuz gekriegt, finde ich, ne? Guckt mal. Also, Wahnsinn. Das ist ja echt Hammer. Jetzt hoffe ich, dass du noch ein bisschen Beine kriegst. Dass du das so schnell wie möglich schaffst. Oh, was macht denn ihr so hier? Traudel und Tassilo ist das, oder? Ja. Tassilo. Haha, hallo Tassilo. Schade, dass ich die wirklich nicht in eine Gruppe reinkriege. Ja, das ist echt doof, aber... Was will ich machen? So, dann Sophia, du müsstest eigentlich so ziemlich die Nächste sein. Oh ja, schon getan. Von dir würde ich gerne, dass du uns nochmal was kochst. Du kannst uns heute mal Rührei zum Frühstück kochen. Und danach, guck mal, hier ist was zum Aufwischen. Und dann gucken wir mal... Ach so, ja, Soziales, stimmt. Du könntest zwischendurch eigentlich... eine tiefgründige Unterhaltung führen, über Büroaffäre quatschen und so und über Fitnesstechnik und so. Ja, komm, dann können wir später noch aufwischen. Vielleicht kannst du das ja, während du kochst, dich mit deiner Tochter unterhalten. Das wäre doch cool. So, ich gucke mal nach Tammy. Und Theo, wie weit bist du? 46%. Okay, du musst heute... um 10 arbeiten. Ach du Schande. Das ist natürlich jetzt doof. Er hat dann 3 Tage frei. Oh. Nö, das ist ja doof. Also wenn ich das jetzt heute bis um 10 quasi nicht schaffe mit ihm. Und das wird echt knapp. Und dann kriegen wir ihn auf Level 10 quasi. Frühestens am Montag. Trixie hat Level 2 der Fitnessfähigkeit erreicht. Okay, ihr habt euch darüber unterhalten, gell? So, warte mal, Trixie. Genau, du könntest dann auch so zwischendurch nochmal über Fitness
reden und über Geschicklichkeit reden und was können wir denn noch machen? Nur noch irgendwas über Muskeln zeigen und so. Genau. Tammy ist immer noch hier draußen, ganz, ganz fleißig. Jetzt ist es zumindest schon mal im gelben Bereich des Spaßlevels. Eigentlich... Och, Theo, warum kommst du hoch? Weil ich Hunger habe. So, Timo kann auch mal aufstehen. Ah, genau, Timo, steh mal auf und dann geh mal durchs Haus und wisch mal alles auf hier. So, ups, tschakka. Und Terra haben wir noch. Ja, Terra kann auch mal, du kannst mal hier verwenden und die Mama macht dann auch was zu essen gerade. Vielleicht ist das fertig. Huch! Was um Himmels Willen, Sophia. Was für ein Level hast denn du, sag mal. Level 6 und du brätst die Pfannkuchen an. Toll. So, ist jetzt. Sollte fertig sein, oder? Genau. Dann kann Terra nämlich... Warum bist du jetzt beschämt? Warum ist sie beschämt? Oh, Trixie hat wahrscheinlich reingeguckt. Ach komm, Trixie. Hier, quatsch nochmal über Fitness mit deiner Mama. Und das kannst du mal, guck mal, das kannst du eigentlich aufräumen. Das hier räume ich mal gerade weg. Timo läuft hier hinten rum und Tammy ist auch schon wieder aufgestanden. Ich will halt bei ihr auch mal ein bisschen so das Soziale hochbringen. Tammy, was machst du? Videospielfähigkeit erreicht, okay. Na gut, dann macht mal. Aber ihr müsst gleich alle bald, in einer Stunde müsst ihr los. Was machst du jetzt? Auf Toilette gehen. Die macht, was sie will, ja. Wo ist Timo? Oh, Timo, da kannst du ewig wischen. Warte mal. Guck mal. Reparier mal. Was jetzt? Nein. Okay, komm. Geh erstmal, wo auch immer du da hier oben hin willst. Und versuch da mal zu reparieren. Und Theo. Theo. Warte, nee, nicht umarmen und so. Geh mal hier drauf verwenden und dann bitte energiegeladene Runden schwimmen noch. Ich weiß, Soziales ist auch ziemlich unten, aber wir versuchen nochmal was wir können. Terra hat die Charisma-Fähigkeit erreicht. Das ist ja auch super. So, ich muss mal gucken. Hier mit ihr mit müssen wir auf jeden Fall dann nochmal in den Fitnesscenter. Das machen wir quasi spätestens dann am Wochenende. Außerdem muss ich noch ein bisschen was hochleveln. Fitnessfähigkeit am besten auch für meine aktive Terra. Genau, und da würde ich sagen, du gehst auch mal direkt in den Pool. Schwalbensprung und dann Runden schwimmen. Das fände ich jetzt auch nochmal ganz cool. Die Sophia, Blase und Spaß. Logikfähigkeit und Charisma. Okay, dann würde ich dich erstmal wie ein Champion pieseln lassen und dann würde ich sagen, gehst du mal den Himmel beobachten. So, Theo ist schon wieder schwimmen. Der schwimmt. Der macht seine Runden. Trixie, oh, die geht jetzt zur Arbeit. Warum bist Terra wütend? Was ist passiert, Terra? Terra, warum bist du wütend? Verdrießliches Gespräch. Okay, mit irgendjemandem hat sie sich jetzt quasi unterhalten und ist irgendwie ein bisschen verdrießlich geworden. So, dann geh mal in die Schule. Timo geht auch in die Schule. Tja, schlechte Umgebung. Ich weiß nicht, er war unten, ne, im Keller. Tammy ist schon fort. Sophia müsste jetzt eigentlich theoretisch die Nächste sein, gell? Ach nee, ihr beide müsst um 10. Okay. Okay. Beide um 10. Na gut, dann, das hat immer noch keiner aufgeräumt. Ich kann es nicht wegziehen, Leute. Das geht nicht. So, Sophia geht auf jeden Fall noch den Himmel beobachten und ich beobachte unseren Theo. Ja, wartet mal so. Wie viel haben wir denn? Ach, 49. Das kriegen wir doch niemals hin. Das ist natürlich echt doof. Ja.
51%. Ich lasse ihn echt. Ich lasse ihn so lange schwimmen. So, jetzt haben wir 10 Uhr. Wir haben es 54% und ich fürchte einfach, es wird nichts. Was weiß ich, Test wiederholen. Und Sophia hat auch irgendwas. Warte mal. Sophia, Inventar. Ah, Stil von einer anderen Welt. Das haben wir aber schon. So, musst du nicht zur Arbeit? Hä? Hatte ich nicht gerade 10 Uhr? Bin ich bescheuert? Hä? Zusatzprüfung. Hatte ich nicht gerade 10 Uhr? Seltsam. Fand ich jetzt gerade irgendwie ganz komisch. Ach Mann. Leistungsverbesserung. Super. Logikfähigkeit 5. Yay. Das haben wir geschafft. Gut. So, dann geh mal zur Arbeit. Und Theo, es tut mir echt, echt leid. Aber übers Wochenende werden wir es schaffen und dann wirst du am Montag hoffentlich befördert. Also da schauen wir einfach mal. Boah, das sind Muskeln. Ey, leck mich. Wahnsinn. So. Übrigens, er hat heute Geburtstag. Wir brauchen Party heute noch. Ja, also sobald er nach Hause kommt, gibt's Party. Und warum ist die Vanessa hängt immer noch hier vorne fest? Was mache ich denn mit ihr? Hat das jemand schon mal gehabt? Da hinten ist unsere Haushaltshilfe und da ist unser Gärtner. Der Geist hängt vor dem Haus fest. Ich meine, sterben kann sie ja nicht, aber ein bisschen blöd ist das schon, oder? Ich habe sie auch in keiner Gruppe drin, dass ich sie jetzt irgendwie sagen könnte. Ich kann sie halt auch nicht ansprechen und sagen, komm in meine Gruppe rein oder so. Warte mal, wenn ich... Wenn ich eine Gruppe auf habe und dann jemanden anklicke, kann ich dann jemanden einladen? Das könnte ich mal ausprobieren, aber das muss ich natürlich erst später machen. So, jetzt, ja. Unser Garten, ich muss mal ein bisschen kurz gucken, wie der aussieht. Eigentlich soweit ganz gut. Unser Gärtner bringt das echt ganz gut hin. Ja, doch, finde ich schon. Also, versuchen gut dazustehen. Leistungsverbesserung klein, naja, nein. Also ein bisschen was ernten, das könnten wir theoretisch noch, aber okay. 80 Simoleons für, wie heißt denn er? Keine Ahnung. Okay, auf jeden Fall 80 bekommst du. Er bekommt wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ja. Ja, Mann, wir könnten hier auch mal alles mal ausschalten hier, ne? Das Radio hier und da, alle drei dudeln so vor sich hin. Kann ich ausschalten? Kann ich das von Weitem machen? Hey, ich kann das. Guckt mal, ausschalten und ausschalten. Ja, cool. Es funktioniert. So, also jetzt muss ich nochmal eins was machen. Tammy, du Freundschaften schließen. Auch Timo, bitte Freundschaften schließen. Ich hoffe ja mal, dass du Mädels kennenlernst. Und ja, komm, machen das heute mal alle. Du machst fleißig arbeiten. Und, das Universum durchstreifen. Oder was habe ich bei dir gesagt? Huch. Nein, das war ein Fehlklick. So, um die Zeit ist natürlich jetzt auch total blöd. Weil niemand da ist. Es ist aber auch mal schön, das von hier oben aus zu betrachten. Finde ich jetzt gerade auch mal ganz nett. Okay. Warum bist du unwohl? Erschöpft. Natürlich, Tammy ist jetzt ziemlich... Oh, Tara hat Kevin getroffen. Okay, dann lass uns mal gucken. Wer ist Kevin? Kevin? Da, er hier. Ist auch ein Teenie. Nee, Quatsch, das ist Kevin, den wir schon kennen. Noch einen anderen Kevin? 230 kriegt er.
Tammy ist für heute fertig in der Schule und so weiter. Ja. Okay. Wir haben immer noch niemanden mit Timo kennengelernt. Das hier ist eine Erwachsene. Schade. Okay. Fitnessfähigkeit, was machst du denn? Achso, geht's drunter. Halt, stopp. Ich will gar nicht, dass es so schnell läuft. So, also. Dann gucken wir es weiter. Trixie. Okay, die möchte gerade erst was essen. Tara will irgendwie hier oben was spielen. Was hast denn du an? Timo ist, glaube ich, nach unten. Und okay, du möchtest irgendwie boxen, warum auch immer. Da gehen deine Bedürfnisse gerade überall in den Keller. Und unsere süße Tammy, oh Gott, das, was sie hier anhat, ist auch goldig. Finde ich auf jeden Fall. Du kannst mal richtig schlafen gehen. Genau, wir feiern auch noch Geburtstag, das sage ich dir. 17 Uhr, ne? Oh, er ist gelangweilt. Ja, wenn du nach Hause kommst. Pass nur auf, wenn du nach Hause kommst. So, dann planst du mal selbst deinen Geburtstag. Das müssen wir natürlich, ne? Für unsere, ich sag mal, Haupt-Sims. So. Du darfst. Können wir die Vanessa nicht auch mit einholen? Mal gucken, ob ich die irgendwo mitnehmen kann. So, Hochzeit? Nee, Quatsch. Geburtstag. Einmal den Geburtstagssim. Das bin ich selber. Dann zu Gast. Meine Frau kommt sowieso später, deswegen lade ich die jetzt nicht speziell ein. Detlef und Tim. Ah, kennt er irgendwie? Oh, mal gucken, wie alt Alicia und Sophia sind. Aber ansonsten kennt er auch eher Ältere mittlerweile. Oh Gott. Und die Letizia, die können wir doch auch noch mit dazu einladen. So, Catering. Die Annika, lassen wir die doch das wieder machen. Oh, mixen ist momentan niemand da. Diese Rolle besetzen, keine Ahnung. Und wen nehmen wir denn? Den Doc oder die Mimsi? Wir nehmen mal wieder den Doc hier. Das ist ja doof. Haben wir keinen Mixer diesmal. Müssen wir selbst mixen. Das ist natürlich schon blöd. Aber okay. So. Und wir brauchen natürlich einen Kuchen. So, und jetzt wartet mal ganz kurz. Ich möchte mal was ausprobieren. Familiengilde und dann starten wir. So. Nach Jenseits fragen. Versuchen aufzumuntern. Ich kann nicht zwecks der Gruppe Gruppengeschichte erzählen. Warum kann ich keine Vampirgeschichten? Ach, können erst nach 19 Uhr. Okay. Kennenlernen. Keine Ahnung. Bitten abzuhängen. Ich weiß nicht, gehe ich dann woanders hin? Um hohen Kredit bitten. Ich habe das noch nie wirklich hingekriegt. Von Weltraumschwärmen. Bitten abzuhängen. So, ich versuch's mal. Warte mal. Warte doch mal. Oh, sie ist schon erwachsen. Okay, na gut. So. Ja, Vanessa ist zimperlich. Okay, Trixie scheint irgendeine Parfümwolke abzugeben, aber die kümmern sich halt jetzt alle auch ein bisschen um den Garten. Und ja, also zum einen ist die Familiengilde an und zum anderen die Alina kommt auch noch. So, und ich möchte jetzt einfach mal, Theo, dass du Sims gleichzeitig verspielt sein lassen. Sims gleichzeitig Spiele spielen lassen. Timo. Von Naturschwärmen. Und musstest du nicht das da machen? Also komm, spielen mit. Du nimmst... wen könnte ich denn nehmen? Nimm doch die Tammy am besten. Weil die noch schläft. Blöd.
Okay, wartet. Dann nimm mit da mal jemand anderen. Spiele mit. Und dann nimmst du die Terra. Irgendwo klingelt das Telefon. Trixie. Und Toni traumt, dass er möchte vorbeikommen und abhängen. Ja, du bist aber auch schon da. Seltsam. Naja, gut. So. Was können wir denn machen? Kommt, esst mal, genau. Dann müssen wir auch mal gucken. Wir müssen den Kuchen backen. Ach, wie blöd. Sophia, kannst du bitte Kuchen backen? Kochen und wir machen heute mal eine weiße Torte. Ich hoffe, das kriege ich noch hin. Speisen, essen. Ah, super. Verspielt und so. Spielen lassen, gut. Geburtstag sind plaudern lassen, wenn glücklich. Ich bin glücklich und dann plaudere ich jetzt gerade auch ein bisschen. So, Tag verschönern und jo und Tag verschönern und sehr schön. Sims gleichzeitig verspielt sein lassen. Ich weiß jetzt nicht genau, wer verspielt ist, aber wir probieren es mal aus mit Witzen machen. So, einmal du Witze und dann mache ich dir nochmal einen Klopf-Klopf-Witz. Komm schon. Über Familiengilde reden. Lustig. Jemanden parodieren. Irgendjemand müsste noch was essen. Trixie, wo bist du gerade? Du bist fleißig dort hinten. Okay. So, ich glaube, ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Wir müssen natürlich noch die Torte irgendwie fertig bekommen. Die Sophia ist im Handtuch gerade dabei, eine Torte zu backen. Und ich sage jetzt aber erstmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es hier weitergeht. Lass es dir gut gehen. Eure Saki Night Out. Ciao, ciao.